Hallo Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir ein super leckeres und gesundes Leinsamen-Knusperbrot. Und als erstes stelle ich mir gleich einen Aromateig, einen Vorteig her. Und dazu mahle ich mir heute mein Korn selber. Vor allem das Dinkel. Ich habe hier Vollkornanteil drin und dazu habe ich leckere Dinkelkörner. Hier habe ich meine Getreidemühle angeschlossen. Oben gebe ich die Dinkelkörner rein, schalte die Küchenmaschine ein. So super schnell geht das. Korn selber mahlen, es riecht schon wunderbar lecker. Vom Korn zum Mehl. Hier kann man sich natürlich die Granulation noch einstellen. So fein wie möglich ist hier nicht schlecht bei diesem Aromateig. Davon gebe ich mir jetzt 110 Gramm in eine Schüssel rein. Und dann bin ich schon bereit für den Aromateig. Ich gebe mir 110 Gramm warmes Wasser in die Schüssel. Gebe 30 Gramm Leinsamen dazu. Reich an Ballaststoffen. Die sind super gesund. Da sind gesunde Fette drin, gut für die Verdauung, gut für das Herz-Kreislauf-System. Wirklich richtige Wunderkerne. Die lasse ich mir ein bisschen quellen. Gebe dann 50 Gramm Sauerteig dazu. Falls du keinen Grundsauer hast, dann kannst du einfach 2 Gramm Hefe nehmen, Frischhefe. Und wenn du dir einen Sauerteig selber herstellen willst, verlinke ich dir am Ende dieses Videos noch die Anleitung dazu. Nochmal kurz mischen. Dann das Mehl dazu und alles zu einem Teig mischen. Nicht kneten, nur alles durchmischen, bis ein Teig entsteht. Das ist der sogenannte Aroma- oder Vorteig. Hier ist es so, dass das Vollkorn sehr reich an Ballaststoffen und Vitaminen ist, aber das meiste in den Randschichten ist. Und diese können nur vom Körper aufgenommen werden, wenn die richtig gequollen sind und die Stoffe so weit abgebaut sind. Und das passiert einfach über die Zeit. Den lasse ich mir jetzt 12 bis 24 Stunden aufgehen. Dabei bildet sich auch leckeres Aroma. Und zudem, wie gesagt, kann der Körper dann die gesunden Stoffe besser aufnehmen. So, 12 Stunden später. Der Aromateig ist wunderbar aufgegangen, hat sich perfekt entwickelt. Jetzt kommen noch weitere Zutaten dazu. Ich habe hier 340 Gramm Weizenmehl 812. In der Schweiz ist das auch Halbweißmehl genannt. Wenn du das nicht hast, kannst du auch ganz normales Weißmehl nehmen. 200 Gramm warmes Wasser, 8 Gramm Salz und 10 Gramm Frischhefe. Dann gebe ich alle Zutaten in die Küchenmaschine und beginne mir einen Teig zu kneten. Auf kleiner Geschwindigkeit ankneten und dann die Geschwindigkeit nach 2-3 Minuten erhöhen. So, nach etwa 5 Minuten Knetzeit teste ich mir den Teig mal. Hier bei Vollkornteigen oder Teig mit Vollkornanteil kann es sein, dass der vielleicht am Anfang zu fest ist. Das kommt immer darauf an, wie alt ist das Vollkornmehl, hat es viel Wasser drin, wenig Wasser drin. Wenn er viel zu fest ist, dann einfach noch ein bisschen Wasser nachgeben. So nach 3-4 Minuten schauen gehen, wenn er extrem fest ist, einfach Wasser nachgeben. Dann ziehe ich mir hier das Teigstück auseinander und wenn ich so durchschauen kann, die Fensterprobe funktioniert, ist der Teig optimal geknetet. Den forme ich mir jetzt zu einer Kugel. Gebe den zurück in die Küchenmaschine und lasse mir den für eine Stunde aufgehen. So Freunde, eine Stunde später, der Teig hat sich wunderbar entwickelt, ist schön aufgegangen. Den nehme ich mir jetzt zur Maschine raus. Herrlich. Und den forme ich mir jetzt noch ein bisschen besser zu einer Kugel. Ich drehe den so im Mehl,
die Oberfläche, damit die schön, schön glatt wird. Und sobald ich oben eine glatte Oberfläche habe, wische ich mir das Mehl weg und drehe es so unten auf, damit es unten schön zusammengeht. Nicht zu fest, die Luft, die jetzt schon drin ist, die will ich drin behalten. Dann nehme ich mir hier einen Gärkorb, gebe das Mehl in ein Sieb, stäube den Gärkorb aus und lege das Teigstück direkt so mit dem Schluss nach unten in den Gärkorb. Dieses lasse ich mir für weitere 30 Minuten aufgehen. Ich backe dieses Brot im Gusseisentopf. Den gebe ich mir jetzt schon in den Ofen, damit der schön vorheizen kann. 230 Grad den Ofen einstellen und den Topf in den Ofen geben. So, 30 Minuten später. Der Gusseisentopf ist vorgeheizt. Den nehme ich mir raus. Hier das Brot ist auch wunderbar aufgegangen. Schön trocken, herrlich. Stürze ich mir jetzt raus. Deckel abheben. Brot in den Topf rein. Deckel wieder drauf. Und für 40 Minuten bei 230 Grad in den Ofen. Nach 40 Minuten raus damit. Stunde der Wahrheit, Freunde. Und super lecker, wunderschönes Brot. Rustikal aufgerissen. Das ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu hell. Das nehme ich jetzt da zum Topf raus und gebe es noch für 10 Minuten aufs Gitter und backe es noch bei 200 Grad nach. 10 Minuten später hole ich es raus. Grandioses Brot, super knusprige Kruste. Wenn es sich so hohl anhört, dann ist die perfekt gebacken. Jetzt auskühlen lassen und dann anschneiden. So, lasst uns diese Schönheit anschneiden. Super knusprig, mega fluffig. Wirklich ein super knuspriges Brot. Mega lecker mit den Leinsamen, dem Vollkornanteil. Und durch den Sauerteig noch so eine leichte Säure. Wunderbar gelungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept zum Nachlesen findest du hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten die Glocke aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video veröffentlicht habe. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.